Nach diesem kleinen Hitzefrei heiße ich dich hier und heute herzlich willkommen zu Tools Around the World. Ja, und so kurz wie die heutige Folge vielleicht sein mag, so wissenswert und informativ ist sie hoffentlich für dich. Unter anderem mit Flex Power Tools und Neuheiten von Ryobi und Dewalt. Herzlich willkommen zu Tools Around the World. Schön, dass du da bist. Tools Around the World. Presented by MW Tools. Und den Anfang macht heute die Firma Flex, aber nicht diese Firma, sondern diese hier. Oder vielleicht doch diese. Inwieweit diese aber zusammengehören, das wird uns VCG verraten. Wer aus den Vereinigten Staaten kommt, Werkzeug interessiert ist und zumindest nicht ganz hinterm Mond lebt, der sollte mittlerweile auch die kraftvollen 24-Volt-Werkzeuge der Firma Flex Power Tools auf seinem Radar haben. Denn im April 2021 machten diese bereits mit dem Flex Face-Off-Event auf sich aufmerksam. Dort wurden nämlich besagte 24-Volt-Werkzeuge mit denen der Konkurrenz um Makita, Milwaukee und Dewalt verglichen. Und Flex kam bei dieser nicht ganz uneigennützigen Werbekampagne Test um Test als neuen und ernstzunehmenden Leistungswerkzeugehersteller gut weg. Naheliegend also, dass sich da die Fragen um den neuen Werkzeugprimus auftun, die auch in der Vergangenheit in der Community heiß diskutiert wurden. Allen voran die Frage, wo hat Flex, welches den amerikanischen Markt zu fluten scheint, seine Ursprünge? Flex ist ein deutscher Werkzeughersteller mit seinem Hauptsitz in Deinheim. Say that fast. Bekannt wurde das 1922 gegründete Unternehmen unter anderem als erster Produzent und Anbieter von Winkelschleifern im Jahre 1935. Bis 2004 arbeiteten die Damen und Herren von Flex mit dem amerikanischen Unternehmen Porter Cable zusammen, bis das Unternehmen von Pentair an Stanley Black & Decker verkauft wurde. Danach erwarb Black & Decker dann auch die Flex Elektrowerkzeuge GmbH. Im Zeitraum von 2005 bis 2013 gehörten verschiedenen Investoren viele Flex-Anteile, bis schlussendlich 2013 alle Anteile an die chinesische Chevron Holdings Limited übergegangen sind. Zu ihr gehören Werkzeuge, die allgemein schon in vielen Haushalten und Werkstätten in Gebrauch sind. Darunter Skill Power Tools mit Ego, einer der größten Hersteller für Auto Power Equipment, und auch die Budget Power Tools von Cobalt, die man drüben in den Staaten vornehmlich bei Lowe's und Walmart kaufen kann. Außerdem fallen aus dem Werk auch ganze Werkzeuge oder Werkzeugbauteile für andere namhafte Werkzeughersteller. Das heißt so viel wie, wenn du bisher Power Tools genutzt hast, dann hast du sicher mit dem ein oder anderen bewährten Teil von Flex Power Tools gearbeitet, ohne dass es dir vielleicht bewusst war. Und nach dem Milwaukee Pipeline Event werden uns jetzt die anderen Firmen verraten, dass sie auch nicht schlafen. In dem Fall geht es jetzt um Ryobi und um Dewalt. Clint präsentiert uns heute zwei neue Releases. Zum einen von Ryobi, welches immer mehr positive Erwähnung auf seinem Kanal erhält. Das findet er persönlich aber nicht schlimm, denn Ryobi bemüht sich am laufenden Band, neue und interessante Tools zu veröffentlichen. Manche Sachen darunter sind altbekannt, andere sind wiederum neu und innovativ. Wie auch diese Neuerscheinung einer mobilen, faltbaren Solarzelle, die er so bisher in dieser Art von noch keinem anderen Werkzeughersteller zuvor gesehen hat. Genau genommen werden drei Solarpaneele verfügbar sein. Das kleinste mit 14 Watt, ein mittleres Modell mit 21 Watt und drei Panels und die größtmögliche Variante mit 60 Watt. Über den USB-A und USB-C-Anschluss am hinteren Teil kann man seine Elektro-Kleingeräte direkt aufladen. Wer noch mehr Anschlussmöglichkeiten benötigt, kann diesen Akkuadapter mit einem 18 Volt Ryobi-Akku verwenden und diesen mit dem Solarpanel bespeisen. Mit viel Zeit und vor allem viel kräftigem Sonnenlicht soll auch Ryobis Power Station mit bis zu 8 Akkus in Betrieb gehalten werden können. Eine Neuerscheinung, die man im Hinterkopf behalten sollte. Das größte Panel soll bei Veröffentlichung übrigens $249 kosten. Nun aber zu Dewalt, die den schlagkräftigsten Max-Torque Halbzoll Drehschlagschrauber der Industrie auf den Markt bringen werden. Er produziert 71% mehr Torquekraft. In Summe heißt das 2372 Newtonmeter Losbrechmoment und 1627 Newtonmeter Anzugsdrehmoment. Und das ist doch wirklich mal eine Ansage in Richtung der Konkurrenz. Und alles auf Akkubasis mit 20 Volt Spannung, beziehungsweise bei uns im europäischen Raum mit 18 Volt. Beeindruckend, was Dewalt hier leistungstechnisch aus ihrem neuen Schlagschrauber herausgepresst hat. Und auf den Promobildern wirkt er gar nicht so klobig, wie man vielleicht von einem Schlagschrauber mit diesen Werten erwarten würde. Finden wird man ihn künftig unter der Modellbezeichnung DCF961. Und damit sollte man dann auch hartnäckige und beanspruchte Industrieschrauben lösen können. Auf den Bildern lässt sich erkennen, dass es scheinbar drei wählbare Stufen gibt und ein LED-Arbeitslicht am Sockel des Schraubers. Eine Veröffentlichung, die sich gut auf Dewalts Schlagschraubersortiment auswirkt. Für $369 soll man den Halbzoll MaxTorque bereits als Solo-Variante kaufen können. Im Set mit einer Tragetasche, dem Ladegerät und einem 5 Ampere-Stunden ölresistenten Akku muss man $230 mehr auf den Tisch legen. Selbstverständlich funktionieren aber auch alle anderen 18-Volt Akkus, das heißt die Powerstacks und XR-Akkus mit dem Schlagschrauber. Eine kurze Folge, ich habe nicht so viel versprochen. Lass uns gerne ein Like da und gerne auch ein Abo. Ich würde mich freuen, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Mach's gut, ciao.